frei und gängig. Höhenmesser ist auf 0 Punkt ist an. Startstrecke ist frei. Ausklickraum ist frei. Der Wind von vorne links. Aus. Fahrzeit des Segelflugs Delta 9 abflugbereit. Richtig fallen.
So Willi, jetzt richte mal auf. Noch 10 Grad nach rechts. Gerade. Dass der Outfit deutlich besser ist? Ja. Und warum? Weiß nicht. Nee, keine Ahnung. Guck mal direkt nach oben. Aha. Da musst du immer hingucken, Willi. Nicht auf deine Instrumente. Ja. Du musst gucken, was draußen passiert. Du musst dir immer den Horizont angucken, du musst dir die Wolken angucken. Der große Aufzug, der stand direkt neben dir und du bist immer dran vorbeigeflogen. Wir haben jetzt 1,7 Meter integriertes Steigen. Vorhin hatten wir gerade mal 0,5. Gerät sagt er ja, wo die roten Kreise sind. Du musst mal, klick mal, mach mal unten links den Drehknopf, einmal nach links von deinem, genau. So, und jetzt siehst du, wo die roten Kreise sind und wo die blauen sind. Du musst immer versuchen, gerade bei so einem Wetter wie heute, wo du nicht so viel Windversatz hast, zu gucken, dass du dahin fliegst, wo es rot ist. Wir kommen jetzt direkt aus dem Dunkelblauen, ne? Da war Saufen. Ja. Jetzt sind wir wieder im Steiggebiet. So. Kommen wir rein hier. Gucken, was sich entwickelt. So, ich denke, jetzt sind wir gut drin hier. So, dann fliegen wir weiter. Ja. Thank you.
geworden. Ja. Ja. Mirko, ich bin gerade im Flugzeug. Aber sag mal, hallo? Ja. Aufgelegt.
Rechts. Kann ich jetzt wieder langsamer? Nee, 120. Auch auf der Kind steigen. Noch weiter nach rechts. Langsamer. Nach rechts. Ach, noch zu früh. Guck mal. Ja. War gar nicht genug. Soll ich noch mal? Oh, jetzt kannst du mal die zwei probieren. Was willst du? Nee, ich wollte noch mal zurück, vielleicht, da wird es ja an. Nee, zurück fliegt man nicht. Ja, okay. Da warst du ja schon. Du hast ja gesehen, dass da nichts ist. Sehr schwach, jetzt richtest du mal auf und fliegst mal die einzelne an, die da ist. Ja. Bisschen links noch, jawohl, wieder. Auch so schnell. Erstmal ein bisschen mitnehmen hier noch, das restliche Steigen. Dann ist es schnell. Und wenn wir dann raus sind aus dem Steiggebiet, dann kannst du wieder 120 fliegen. Ja. Jetzt? Ja, genau, jetzt geht's. Wenn es sinken stärker wird, dann kannst du langsam wieder Gas geben. Ne? Unter die Wolke. Bisschen nach rechts. Bisschen langsamer. Langsam mitnehmen hier, das Steigen, Einkreisen brauchen wir nicht. So. Und ist die Wolke da links noch vor der Autobahn? Ich würde schätzen, die ist nur ein bisschen drauf. Naja, das glaube ich. Die ist davor. Immer noch vor. Dann flieg mal hin. Guck mal, die Sonne, ja, kriegt man erstmal auf die Wolke? Ja. Die Sonne steht rechts, ja? Ja. Und wo ist denn der Schatten von der Wolke? Der ist da oben. Genau. Und wo ist er? Vor oder hinter der Autobahn? Dort.
ist links, der ist links unten, der große Schatten ist es. Ja. Der ist vor der Autobahn. Ja. Also muss die Sonne eigentlich, die Wolke eigentlich auch vor der Autobahn sein. Okay. Und warum ist es so wichtig? Damit wir wissen, ob wir noch nah genug am Flugplatz oder so dran sind. Nee. Oder? Weil hinter der Autobahn der Luftraum Dresden ist. Ach so. Da wollen wir nicht rein. Aber Flugplatz war ein gutes Stichwort, wo ist er? Links jetzt. Genau. So, komm, gib mal Gas, 120. Wird es jetzt leichter oder schwieriger, das Steigen zu treffen? Ich schätze es ein bisschen schwieriger, weil die Fläche ist einfach kleiner. Nee, wenn die Fläche kleiner ist, dann ist es einfacher zu treffen, aber wir fliegen jetzt quer zum Wind und damit wird es schwieriger zu treffen. Du siehst ja die Wolke, die ist links flach und nach rechts geht sie auf, ja. Weil der Wind sie so schiebt. Ne? Also werden wir sie mal genau mal auf der einen Seite anfliegen, zum Beispiel links. Machen wir noch weiter links. Ja, da fliegen wir sie an in der Spitze und dann drehen wir drunter nach rechts und fliegen die Wolke entlang. Mal gucken, ob das was wird. So, noch 4 Kilometer bis Luftraum Dresden, das müssen wir eigentlich noch schaffen. Gas geben, wir sinken normal vor der Wolke. Langsam Gas rausnehmen. Und dann drehen wir genau langsam rechts ein. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter. Immer weiter, immer weiter. So, dann richtest du jetzt auf. Jetzt fliegen wir einmal hier drunter lang. Noch weiter nach rechts. Hochgucken zur Wolke, wie sie aussieht. Ja, schlecht aus. Ja. Gut, dann ist unser nächsten links. Sieht da? Ja. 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 Jetzt wird er schneller. Ja.